Jo, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin mal wieder hier. Heute ein sogenanntes kleines Super-Special, weil ich immer dann die Aufnahme versaut habe. Wir müssen da jetzt zur Welt. Ne? Star Wars. Sozusagen, ich habe hier eine ganz komplette Klasse. Und jetzt hier so, hey yo, was geht ab? Spreche mit Meisterin Satir, schauen. Machen wir doch. So, angekommen. Machen wir einen Gefährtenwechsel. Ich bin zurück. Keine Sorge. Oh, das sind ja noch Republikaner. Hey, Leute. Euch kenne ich. Ihr seid Freunde. Hat, guck mal hier, da macht er Salute. Strammer Max. Ihr habt unsere Galaxis vor der Zerstörung bewahrt. Der Tod des Imperators hat das Blatt in diesem Krieg gewendet. Zusammen mit unserem Erfolg auf Guerilla und dem Schaden, den wir Drum und Kass zugefügt haben, versinken die Sith jetzt im Chaos. Herrlich! Heute haben wir für die Plünderung von Coruscant und die Zerstörung des Jedi-Tempels Rache genommen. Jetzt werden wir unseren Griff noch verstärken, bis auch der letzte Sith untergegangen ist und ihr Imperium zu nichts zerfällt. Die Republik kämpft mit vereinten Kräften. Selbst die neutralen Welten schlagen sich auf unsere Seite. General Fasatra hat vorgeschlagen, dass ihr alle für euren Sieg auf Corellia die Medaille des Heldenmuts erhaltet. Aber ihr verdient mehr. Es ist mir eine Ehre, euch allen die höchste Auszeichnung der Republik zu verleihen. Das Ruhmeskreuz. Ihr werdet für immer Helden der Republik sein. Jedi-Ritter Kira Carson, Sergeant Fidelteen Rusk, T7-O1, Dr. Archibon Kimble. Archibon? Im Ernst? Bleiben wir einfach bei Doc. Bitte. Auch ihr, Lord Scourge. Ihr habt euch uns zwar aus Eigennutz angeschlossen, aber ihr habt mehr Leben gerettet als nur euer eigenes. Ehe er sich's versieht, wird Scourge doch noch zum Jedi. Darauf würde ich nicht zählen. Ich bleibe nur, bis ich sicher bin, dass der Imperator keine Überraschung mehr für uns parat hat. Und dann seid da noch ihr. Wo sollte man nur anfangen, wenn man alle Wendungen eures Lebens aufzählen wollte, die es seit eurer Ankunft auf Tython gegeben hat? Ihr verkörpert, was alle Jedi anstreben. Euer Mut, eure Hingabe und eure Führungskraft haben uns durch diese dunkle Zeit geleitet. Von diesem Tag an seid ihr kein Jedi-Ritter mehr. Ihr seid von nun an ein Jedi-Meister. Ich werde den Kodex der Jedi ehren und der Galaxis Gerechtigkeit bringen. Nach diesen Augenblicken streben wir, wenn sich die Hoffnung auf den Sieg bewahrheitet. Wenn wir Frieden am Horizont sehen, möge die Macht mit uns sein. Ja, dann wollen wir uns doch mal diesen neuen Titel, ne, den haben wir uns natürlich reglich verdient. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Da, wo ist da? Freunde, das ist total geil, das ist, das haut mir aus der Arsch. Das ist geil, my friends. Ey, ja, alle. Ja, Luft holen. Nein.
Ja, gut, das war's auch schon wieder. Ich sag mal, hier bis zu Tage irgendwann mal. Vielleicht kommt ja der nächste noch was, wer weiß. In diesem Sinne, würde ich Gott, möge die Macht mit euch sein und hasta la vista.